Guten Morgen, lieber Zuschauer. Wiedersehen kannst du es heute. Ein tolles Wetter in Berlin. Und was kann man da Besseres tun, als was draußen zu unternehmen? Deswegen will ich dich heute auf eine kleine Reise mitnehmen. Und zwar zu den Gärten der Welt. Ich weiß noch nicht, was ich erwarten wird. Deswegen sei einfach gespannt, was auf dich zukommen wird in diesem Video. Und wir sehen uns dann, wenn ich da angekommen bin. Also, bis gleich. So, liebe Leute, im Hintergrund sieht man jetzt schon das erste Gebäude von den Gärten der Welt. Leider funktioniert das Ganze dank Corona nicht, und zwar die Seilbahn. Macht da nichts weiter, denn wir haben ja noch andere Sachen, die wir uns anschauen können. Ich bin echt gespannt, was auf uns zukommen wird. Deswegen lass dich einfach überraschen. Ich hab's geschafft, ich befinde mich jetzt in Gärten der Welt, hab mir so ein paar Sachen angeschaut. Leider ist noch nicht die ganze Vielfalt von diesen Gärten oder besser vom Garten zu erkennen, denn es ist noch nicht wirklich Sommer und dadurch kommt die Vielfalt der Blüten nicht wirklich zur Geltung. Und natürlich dank Corona sind auch einige Attraktionen oder besser gesagt einige Sachen, die man hier sonst üblicherweise machen könnte, leider geschlossen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das Ganze im Sommer anders aussieht. Und falls du Interesse hast, noch ein zweites Video, wie das Ganze im Sommer aussieht, zu sehen, schreib wie gesagt in die Kommentare rein. Ich werde mir jetzt hier noch so ein bisschen den Park weiter anschauen. Also sei einfach gespannt, was noch so auf dich zukommen wird. Ich bin es auch und wir sehen uns später. Thank you.
liebe Leute, ich bin jetzt am Ende des Videos angekommen. Hab hier noch eine Kleinigkeit für euch zum Ernten. Und zwar hier, das nennt sich vom Feuer kultiviert. Das heißt also, es wurde niedergebrannt und haben sie jetzt als Skulptur aufgebaut. Ist aus Australien und dachte mir noch so, als Abschluss zeige ich dir das Ganze einfach mal. Ansonsten, das war's. Hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Lass wie immer ein Like da. Vergesst mich nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, The Conan, verpasst. Also, bis zum nächsten Mal. Und noch kurz dranbleiben, denn ich habe ein paar Fotos gemacht, die ich dir jetzt nicht vorenthalten möchte. Schau dir es an und wie gesagt, tschüss!